Thymian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Thymian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Genau. Das ist unsere Nummer. Willkommen bei Thymian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ich begrüße euch sehr herzlich zu einer neuen Woche, zu einer neuen Talkwoche und wie immer montags mit einer freien Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch bei uns hier unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns unter thymian@wdr.de und wenn ihr mailt, bitte unbedingt die Telefonnummer draufschreiben, damit wir euch dann auch unter Umständen rasch zurückrufen können. Also freie Themennacht, ich bin gespannt auf eure Anrufe, freue mich auf eure Anrufe. Und der Erste, die Erste, die ich jetzt hier begrüßen kann, das ist die Tanja. Und Tanja ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Thymian. Hallo Tanja. Schön, dass du da bist. Ja. Um was geht's bei dir? Also es geht darum, ich bin in finanziellen Schwierigkeiten. Mhm. Und ich habe so Jobs zwischendurch gemacht. Und das Geld, das hat aber nicht gereicht. Und ich bin auch hoch verschuldet durch eine Ehe. Wie hoch bist du verschuldet? Ich schätze mal 50.000 sind das. Oh, das ist natürlich eine ganze Stange Geld. 50.000 Euro ist viel Geld. Ja, das ist viel Geld. Warum bist du so verschuldet? Nein, das hat damals mein Ex-Mann alles irgendwie bewerkstelligt. Und ja, und jetzt sind wir halt beide dazu verpflichtet, das zu zahlen. Und ich muss dazu sagen, ich habe meine Kinder bei mir, das sind 6 Stück. Und oh, 6 Kinder? Ja. Und 50.000 Euro Schulden? Ja. Du sagst, der Ehemann, dein Ex-Mann hat das bewerkstelligt, so hast du gerade dich ausgedrückt, dass die Schulden entstanden sind. Ja, wir hatten damals Sozialhilfe bezogen und er ist dann nebenbei arbeiten gegangen und wurde dann erwischt und die haben das dann auf 2 Jahre zurückgerechnet und ein großer Teil davon. Ach so. Und dann auch noch. Also habt ihr oder hat er das auszubahnen oder ihr das auszubahnen, was ihr da gemacht habt? Mhm. Genau. Und auch noch irgendwie Klamotten gekauft oder Schulden bei Kaufhäusern oder so? Genau. Das auch noch. Genau. Mhm. Alles drum und dran. Du lebst im Moment von Sozialhilfe? Von Hartz IV. Von Hartz IV. Und hast 6 Kinder und 50.000 Euro Schulden. Wie geht denn sowas? Ja, das ist eben mein Problem zurzeit. Das heißt, du kannst doch überhaupt gar keine Schulden zurückzahlen. Das geht doch gar nicht. Nee, nicht wirklich. Also ich versuche halt in kleine Beträge und das dauert dann halt. Also so, dass ich 2 Gläubiger bedienen kann. Hm. Aber was heißt denn kleine Beträge? Ja, das sind einmal 25 Euro und einmal 30 Euro. Ja, das ist ja eigentlich Kleckerkram, ne? Für so eine große Summe. Ja, genau. Genau. Das war auch der Grund, weswegen du mich angerufen hast, dass du so in dieser finanziellen Not steckst. Ja, und wie ich die Schulden halt tilgen will, also das ist mein größtes Problem. Ich habe versucht. Gehe ich mal davon aus, dass du, das müsste eigentlich so sein, dass du da ein paar Berater an deiner Seite hast, einen Schuldnerberater oder dass dir vom Sozialamt jemand hilft. Ist das so? Überhaupt nicht. Nein, gar nichts. Und du bist von dir aus auch noch nicht zu einer Schuldnerberatung gegangen? Nein. Warum nicht? Weil das ein Fass ohne Boden ist. Also ich kenne das von vielen Bekannten. Also 2 Freundinnen von mir machen das auch. Hm. Und da geht wirklich kein Weg nach links und nach rechts. Und ja. Aber Tanja, was ich so hier bisher gehört habe, ist die Arbeit der Schuldnerberatung schon eine sehr gute und solide Arbeit. Weil du da es mit Leuten zu tun hast, die sich wirklich mit finanziellen Dingen sehr gut auskennen. Ich könnte dir jetzt hier auch keine Finanzberatung machen. Nee, das ist klar. Das heißt, du musst da wirklich vertrauenswürdige Menschen haben, denen du alles auf den Tisch legen musst. Alles. Mhm. Deine Einkünfte, deine Schulden, alles wirklich. Deine Ausgaben. Und dann müssen die mal überlegen, wie man dir hilft. Du bist eine Mutter von 6 Kindern. Ich muss das mal nochmal betonen. Du bist 32 Jahre alt, hast fast 50.000 Euro Schulden. Damit kann man dich doch nicht alleine lassen. Da muss doch was passieren. Wie viel Geld hast du denn für die? Du bist ganz alleinerziehend, da ist sonst kein niemand, der dir hilft. Wie alt sind die Kinder? Von welchem Alter bis zu welchem Alter? Zwischen 5 und 13. Das ist ja eine irre Arbeit, die du da hast. Ja. Wie viel Geld steht dir denn zur Verfügung für deine große Familie und einschließlich deiner Person? Ach, Moment, da muss ich rechnen.
2,5. Mhm. Aber davon müssen ja auch Miete und die Fixkosten alle. Alles, was unter. Das läppert sich natürlich bei so vielen Kindern zusammen. Was ist denn eigentlich die Rolle deines Ex-Mannes? Muss der auch noch 50.000 oder müsst ihr zusammen die 50.000 Euro zahlen? Also sie versuchen es natürlich da, wo sie es kriegen können. Und da er sich einen lauen Lenz macht und jetzt mit seiner anderen Frau auch noch ein paar Kinder in die Welt setzt, damit er seinen Lebensstandard halten kann. Ja. Also die Gesamtschuldensumme beträgt 50.000 Euro. Genau. Und die müsst ihr beide, wenn es ordentlich laufen sollte, müsstet ihr beide abtragen. Genau. Und du bist genauso zur Verantwortung gezogen worden von den Gläubigern, wer immer das war, alles so, wie dein Ehemann, dein Ex-Mann. Genau. Mhm. Ja, also Tanja, ich werde da jetzt lange weiterreden. Das war ja auch gar nicht eigentlich das Thema. Ach. Ich mich angerufen. Ja, dann haben wir raus mit der Sprache. Ja, und jetzt bin ich auf die Idee gekommen, für eine Sex-Hotline zu arbeiten. Ach. Ich denke mir, mit Sex ist das meiste Geld zu verdienen. Ich habe mich auch erkundigt und da ist das Handicap, dass ich mich selbstständig machen müsste. Mhm. Das, was ich in Erfahrung bringen konnte. Mhm. Und jetzt sehe ich eigentlich nur noch einen Weg, dass ich meinen Körper verkaufen muss. Also du willst jetzt gar nicht mal nur in Anführungszeichen auf einer Sex-Hotline arbeiten, sondern du willst richtig anschaffen gehen. Genau. Um Kohle ranzuholen. Ja. Ich möchte, dass meine Kinder besser haben, wie ich damals. Also, auf die Kinder wird so oder so schon gezeigt. Es wird mir noch nicht mal abgenommen, dass die Kinder alle von einem Vater sind. Sind die alle von einem Vater? Ja, die sind alle von einem Vater. Und Tanja, das ist natürlich eine Riesensache, ne, wenn man sowas überlegt, auf den Strich zu gehen, um einigermaßen wieder so aus den Socken zu kommen, finanziell. War das für dich früher, wie hast du früher darüber gedacht, über sowas? Auf den Strich zu gehen, meine ich. Ich denke, das ist wie jede Arbeit auch. Und wenn du es dir so vorstellst, man malt sich das ja aus, wenn man sowas vorhat. Ich habe es ja schon einmal gemacht. Ach, du hast es schon einmal gemacht? Einmal, ja. Und wie war's? Ich habe das Geld halt gesehen und es war auch ein Bekannter gewesen. Vielleicht ist es mir deswegen nicht so schwer gefallen. Achso, das war so halb professionell. Also du hast es für einen Bekannten gemacht. Mhm. Ja. Mhm. Also ich möchte es auch nicht mit Unbekannten machen. Na gut, aber wenn du richtig da einsteigen willst in dieses Geschäft. Ja, aber ich habe viele Bekannte. Also ich bin jetzt 3 Jahre alleine. Mhm. Und ich weiß nicht, durch die Einsamkeit oder was. Ich weiß nicht, ich habe viel getextet und gechattet und dann sind auch viele Bekanntschaften und mit denen habe ich dann auch geschlafen. Und du würdest ganz gern dafür ein bisschen Kohle nehmen. Ja, genau. Also ich vermute mal, wenn du das so auf so einer, ich sag mal, kleinen Flamme machst, wird da auch nicht sehr viel Kohle rumkommen. Ja, aber dann wird das nur so. Ich habe 100 Euro für das eine Mal bekommen. Ist mir klar, dass das natürlich für deine Situation schon viel Geld ist. Ja, sehr viel Geld. Aber weißt du, was viel wichtiger ist? Ist deine Selbstachtung, Tanja. Ja, das sage ich jetzt. Ich habe keine Selbstachtung mehr. Doch, also. Das glaube ich schon. Du bist eine Mutter von 6 Kindern. Ja. Da bist du erstmal, glaube ich, verdammt stolz auf deine Kinder. Natürlich, das auf jeden Fall. Und auch glücklich, dass du die Kinder hast. Natürlich. Jetzt wird jeder auf der Welt verstehen, dass du in einer Notlage bist finanziell. Das will ich gar nicht runterquatschen. Mhm. Aber man muss aber genauso gut, muss man auch sehen, was du dir eventuell damit antun würdest, wenn du so richtig in das Hurengeschäft einsteigst. Vielleicht am Anfang erst mit Bekannten, aber dann ist das vielleicht auch so ein Domino-Effekt, da kommt eins aufs andere. Mhm. Und die Frage ist, was du letztendlich für einen Schaden vielleicht davon trägst, wenn das nicht wirklich da... Den habe ich schon, den Schaden. Ja, also ich habe keine gute Kindheit gehabt, ich habe keine Ehe gehabt, also... So, dann wird es noch schlimmer. Und du müsstest dieses alles vor deinen Kindern verheimlichen. Ja. Wärst in ständiger Angst, dass das vielleicht doch noch durchsickert und vielleicht sowas sickert in, vielleicht sogar wirklich irgendwann durch. Mhm. Und dann stehst du vor deinen Kindern da und schämst dich in Grund und Boden. Das stimmt, ja. Davor habe ich auch die meiste Angst. Also weißt du, ich habe immer Respekt vor Huren, das sage ich jedes Mal. Mhm. Und wenn eine Hure das wirklich klar für sich entscheidet und sagt, das ist mein Job und ich kann das und ich nehme keinen Schaden von dem Job, dann ist es auch okay. Mhm. Aber wenn das nur so aus einer Notlage heraus entsteht, die Entscheidung so zu arbeiten wie in deinem Fall, finde ich es bedenklich und würde davor abraten.
Wenn du schon mir eine Andeutung machst, dass du schon viel durchgemacht hast und viele seelische Verletzungen hast auch ertragen müssen in deinem Leben, dann mach nicht jetzt so etwas auch noch. Geh erstmal den mühsamen anderen Weg. Geh erstmal zu einer Schuldnerberatung. Und dann muss man mal gucken, was die alles sagen. Und versuche vielleicht eine Putzstelle anzunehmen oder weiß ich was. Das ist solide verdientes Geld, das ist zwar nicht so viel, aber da hast du ein bisschen was. Und dafür braucht man sich nicht schämen. Und du kannst dich vor deinen Kindern auch gerade hinstellen und kannst sagen, ich habe das getan, was ich tun konnte. Aber wenn du deinen Kindern hinterher irgendwann erklären sollst, ich bin am Strich gegangen, auch wenn du sagst, ich habe es für euch getan, dann würden die Kinder vielleicht irgendwann, wenn sie alt sind, sagen, nee, das hättest du aber nicht für uns tun müssen. Wir wollten das nicht, dass du dir vielleicht so etwas selbst antust. Also ich würde so von meinem Gefühl heraus, so wie ich das jetzt so mitbekommen habe alles bei dir, würde ich sagen, mach es nicht. Versuche erst alle normalen Wege zu gehen, um einigermaßen irgendwie Land zu sehen. Kann ich denn einen Aufruf starten, dass ich irgendwie was zugesandt bekomme auf Angestelltenbasis in der Sexhotline, weil ich denke, das liegt mir und damit würde ich prima zurechtkommen. Das können wir hier nicht machen, Tanja. Ich bin ja hier keine Jobbörse und kann nicht für den einen einen Aufruf machen, für den anderen nicht. Ich mache schon mal so Aufrufe in ganz dringenden Fällen, wenn kranke Leute irgendwas suchen. Dann machen wir das aber in dem Fall nicht. Okay. Jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Nochmal über die grundsätzliche Problematik, aber eben auch, damit sie dir ein paar Adressen an die Hand gibt, damit du ganz schnell einen Termin bei einem Beratungsbüro machst. Ja, okay. Und dann gucken wir weiter. Und wenn alles irgendwie überhaupt nicht klappt, meldest du dich bitte nochmal bei uns und dann reden wir nochmal. Okay. Ja, alles Liebe, Tanja, du legst bitte auf und meine Psychologin, die Anja, ruft dich jetzt gleich an. Okay. Alles Gute. Danke dir. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, jetzt hatten wir gerade eine junge Frau, die war arm und unglücklich. Zumindest unglücklich aufgrund dessen, weil sie kein Geld hat. Unser Thema morgen, darauf möchte ich euch jetzt schon mal aufmerksam machen, ist so ein bisschen andersrum. Oder sagen wir mal ziemlich andersrum. Das Thema morgen heißt reich und unglücklich. Es gibt, glaube ich, oder ich weiß es auch, so viele reiche Leute, die trotz ihres Geldes, trotz der materiellen Dinge, die ihnen gehören, tolles Auto, tolles Haus, ich weiß nicht was alles, unglücklich sind. Weil sie vielleicht einsam sind, weil sie vielleicht krank sind, weil sie vielleicht einen geliebten Menschen verloren haben. Oder es gibt ganz viele Gründe, unglücklich zu sein. Das ist unser Thema morgen. Ich möchte gerne morgen mit reichen Leuten sprechen, die wirklich reich sind, die gut Kohle haben, aber von sich aus sagen, der Reichtum und das Geld, das alles macht mich nicht glücklich. Nein, ich bin unglücklich. Vielleicht sogar mit einem Lottogewinner, der sagt, ja, ich habe hier eine richtige Menge Kohle auf den Tisch bekommen, aber ich bin jetzt unglücklicher, als ich vorher war. Reich und unglücklich heißt unser Thema morgen. Wenn ihr euch anmelden wollt, dann meldet euch jetzt am besten schon per Mail an oder morgen eine Stunde vor der Sendung, also ab 0 Uhr sind wir ja immer hier, könnt ihr anrufen, kostenfreie Nummer, oder halt dann auch während der Sendung. So, jetzt geht's weiter mit dem Sebastian und Sebastian ist 27. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Sebastian. Um was geht's bei dir? Geht um Folgendes. Ich habe seit meiner Jugend Depressionen und autoaggressives Verhalten. Was heißt Jugend? So Pubertät, 15, 16 ungefähr. Ja. Depressionen und autoaggressives Verhalten. Erklär mal, was das ist. Selbstverletzung. Also mit Schneiden, Verbrennen in der Richtung. Also du nimmst mit einem Messer oder mit einer Rasierklinge, ja, genau, zerschneidest du dir die Haut an Armen, Beinen? Ja, meistens da, wo man es nicht sieht. Wo ist das? Meistens an den Beinen oder Oberkörper oder so, also ja, da, wo man was drüber ziehen kann. Also du machst so kleine, du ritzt so ein bisschen in die Haut rein, dass es auch blutet? Na, ein bisschen ist gut. Ein bisschen ist gut, also schon ziemlich heftig. Ja. Also das heißt, wenn ich dich jetzt mit nacktem Oberkörper sehen würde, würde ich ganz viele Narben sehen? An einigen Stellen ja. Ich mache das meistens so, dass ich dann, wenn ich quasi so einen Schub habe, dann schneide ich immer wieder an der gleichen Stelle. Ach so. Also, warum immer an der gleichen Stelle? Damit man das hinterher nicht so sieht. Ach, aus der Überlegung heraus. Ja. Gab es da schon mal Komplikationen, dass du dir, dass sich irgendwas entzündet hat, dass es gealtert hat? Bis jetzt nichts, was nicht von alleine wieder weggegangen wäre. Mhm. Kannst du mir das erklären? Der Moment, wenn du kurz davor stehst,
Was ist das für ein Gefühl? Wenn du es tust, was ist das für ein Gefühl? Wenn es passiert ist, was ist das für ein Gefühl? Kurz davor ist das, habe ich einen unglaublichen Hass auf mich selber. Da habe ich, das ist ein Riesendruck irgendwie. Mhm. Und dabei ja, wirkt das unglaublich befreiend. Mhm. Also es ist als, wie soll man das beschreiben? Also der Schmerz, den du dann spürst, ist für dich quasi eine Befreiung. Ja. Mhm. Und das ist ja auf eine merkwürdige Weise, naja, man hat halt ein Gefühl, als lebt man. Ja. Was du manchmal vorher nicht hast. Ja, das folgt meistens kurz vorher. Mhm. Also kurz vorher ist das eher so ein Gefühl von ja, Betäubung und. Wie lange hält das Gefühl, ich lebe, an? Relativ lange. Also meistens kann ich zum Beispiel danach hervorragend schlafen. Mhm. Also, und am nächsten Morgen ist es dann immer noch entspannt? Der nächste Morgen ist meistens dann relativ merkwürdig, weil es so eine Mischung aus Angst mhm. ist und weil man dann auch wirklich realisiert, was man gemacht hat. Und könnte mir vorstellen, dass man dann auch so ein Gefühl hat, dass man fast wie verzweifelt ist, dass man es wieder getan hat. Ja, also ich weiß zwar selber, dass das natürlich nicht von einem Tag auf den nächsten irgendwann weggehen wird. Ja. Wenn das irgendwann weggeht, dann wird das wahrscheinlich ein sehr langer Prozess sein, aber jetzt hast du mir gerade gesagt, du bist jetzt 27 Jahre alt, du bist seit deinem 15. Lebensjahr ungefähr, leidest du an Depressionen und an diesen Selbstverletzungen. Mhm. Wie ist denn der Stand der Dinge jetzt im Moment? Der Stand der Dinge im Moment ist, ich hatte Anfang des Jahres eine Therapie angefangen. Mhm. Die habe ich im Juli abgebrochen, weil ich mich auf meinen Abschluss konzentrieren wollte und deshalb gesagt habe, ich mache jetzt erstmal eine Pause mit der Therapie. Darf ich zwischendurch kurz fragen, was für ein Abschluss ist das? Hochschulabschluss. Für was? Informatik. Informatik. Mhm. Und dann ist halt Ende Juli so ziemlich einiges schiefgegangen in meinem Leben. Und da ist das dann sehr heftig wieder ausgebrochen. Was ist denn da schiefgegangen? Ich habe schon seit jeher mit meinem Vater ein sehr, sehr gespaltenes Verhältnis, mal nett formuliert. Mhm. Und Ende Juli ist das dann zu einem riesen Streit gekommen, der aus einer reinen Nichtigkeit entstanden ist, mhm. der dazu geführt hat, dass er mir halt gesagt hat, es wäre für ihn und für alle anderen besser gewesen, ich wäre nie geboren worden. Oh ja. Und das habe ich ihm halt geglaubt. Mhm. Und naja, zwei Wochen später war dann noch Schluss in meiner damaligen Beziehung. Mhm. Die hatte 5 Jahre gehalten. Mhm. Aber ist halt im Endeffekt schon jetzt auch an meiner Krankheit halt irgendwo zerbrochen, mhm. weil ich sie halt total davon ausgeschlossen habe. Also ja. ich hätte also halt an die Sache anders rangehen müssen, aber das konnte ich nicht. Das heißt, dir geht es im Moment sehr schlecht. Ja, mhm. das trifft ziemlich gut. Was ist mit der Uni-Geschichte? Gelingt es dir denn da, weiter am Ball zu bleiben und zu arbeiten? Nicht wirklich im Moment. Also die Sache ist, ich habe auch ein Jobangebot, ein sehr gutes Jobangebot sogar, mhm. in der Forschung, das wäre im Prinzip genau auch das, was ich machen würde. Aber ich kann mich im Moment einfach nicht auf meinen Abschluss konzentrieren. Und dafür brauchst du den Abschluss halt? Ja. Mhm. Ich bin erstaunt, wenn du sagst, wenn das dich 12 Jahre schon plagt, diese Erkrankung, und Depressionen sind eine Erkrankung, mhm. dass du erst jetzt vor kurzem eine Therapie machen wolltest? Es ist nicht so, als hätte ich das nicht vorher schon gewollt, aber ich habe es dann erst geschafft. Also ich habe ja eins der Dinge, die ich von meinem Vater immer gelernt habe, ist, dass ich mit allem alleine fertig werden muss. Mhm. Dass ich im Prinzip ein Weichei bin, um das mal so zu sagen. Mhm. Also für meinen Vater war sowas nie ein Thema und dementsprechend, wenn man das halt über Jahre hört, irgendwann glaubt man so sehr, dass man es dann halt auch durchzieht. Und dann Anfang des Jahres hatte ich halt einen Punkt erreicht, wo es mir so gut ging, dass ich objektiv darüber nachdenken konnte und so schlecht, dass es akut war, dass ich es auch machen musste. Mhm. War das eine Psychotherapie oder? Ja. Ja. Ich wollte mal, ehe ich das jetzt vergesse, das muss ich sagen, noch was zu deinem Vater sagen. Das finde ich so unfassbar schlimm, was dein Vater von sich gegeben hat. Das darf man auch nicht im Zorn sagen. Das ist so unterirdisch bescheuert.
und schlimm, dass es da keine Entschuldigung für gibt. Keine Entschuldigung. Man sagt nicht, seinem Sohn ist ja besser, du wärst nie geboren, und schon gar nicht einem Sohn, der krank ist. Davon weiß er ja nichts. Na gut, er hat dich ja schon wahrgenommen die ganze Zeit, und er muss ja irgendwie auch mitbekommen haben, dass irgendwas mit dir nicht stimmt. Wir wollen ihn nicht entschuldigen. Ich gehe mal davon aus, dass mein Vater das irgendwie schon weiß, aber es gab halt zum Beispiel, da muss ich so 18 gewesen sein, da hatte ich mich relativ stark am Handgelenk geschnitten, das sah auch ziemlich übel aus. Mhm. Es gab einen heftigen Streit und ich habe ihm das halt hinterher gezeigt. Mhm. Habe ihm quasi deswegen auch Vorwürfe um die Ohren gehauen. Mhm. Und ja, dabei ist es geblieben. Er hat mich nie wieder darauf angesprochen. Ja. Lebt deine Mutter noch? Ja. Und wie ist das Verhältnis zu der Mutter? Gespalten. Also einerseits sehr gut, weil sie sich immer auf meine Seite geschlagen hat. Mhm. Andererseits steht sie auch unter enormem Druck ihm gegenüber. Mhm. Also ich weiß auch nicht, warum die beiden noch zusammen sind. Also die Familie ist ein Opfer des Vaters? Naja, die Familie ist insofern auch schon ein Opfer von sich selber, auch weil meine Mutter nicht die entsprechenden Konsequenzen gezogen hat. Ja, ja. Sie hätte genauso gut auch irgendwann mal sagen können, so jetzt ist Schluss, bis hierhin. Ja, natürlich, natürlich. Und lebst du noch bei deinen Eltern? Oh Gott, bewahre, das los nicht. Ich hoffe das auch nicht. Da bin ich nach dem Zivildienst raus, und das war auch, das hätte in Mord und Totschlag geendet irgendwann. Sebastian, was mir gerade sofort durch den Kopf geschossen ist, nachdem du das beschrieben hast, und ich hörte so Psychotherapien in Ehren. Ich glaube, in deinem Fall wäre es optimal, wenn du einen Ansprechpartner fändest, der Psychiater und Psychotherapeut ist. Ich glaube, dass ein Psychologe alleine da nicht ausreicht. Ich würde, wenn du mein Freund wärst, würde ich sagen, komm, wir suchen einen Psychiater, der eben auch diese Ausbildung hat. Weil man sich ja auch mit Medikamenten erstmal eine Weile dir gut helfen könnte. Ja, vor Medikamenten habe ich bis jetzt auch immer ja irgendwie Angst gehabt. Musst aber nicht. Es gibt mittlerweile wirklich, wenn du einen guten Psychiater hast, gerade auch im Bereich der Depressionen, so solide, gute Medikamente, die nicht abhängig machen, die verantwortungsvoll eingesetzt werden, da sollte man nicht per se abschrecken von. Ich möchte aber jetzt hier, ich mache keine medizinische Beratung, um Gottes Himmels Willen, nein. Aber ich glaube, dass so ein Neuanlauf für dich sehr, sehr wichtig wäre und richtig wäre. Du machst ja einen komplett klaren Eindruck, dir ist ja deine Situation völlig analytisch klar. Ja, das gehört ja, glaube ich, auch so ein bisschen dazu, dass in den meisten Fällen ja doch schon irgendwie weiß, wie es einem geht und wenn man ein Problem hat. Aber du stehst vom Ende deines Hochschulstudiums, du stehst kurz davor, vielleicht einen guten beruflichen Werdegang zu starten. Das darf ja jetzt alles nicht kaputt gehen, deshalb. Du quälst dich seit 12 Jahren mit der ganzen Sache rum. Das heißt, wenn das jetzt gerade gescheitert ist in diesem Jahr, ist das Grund genug oder gerade der wichtigste Grund ist, nochmal neu anzugehen? Ja, wahrscheinlich schon. Im Moment ist es halt irgendwie, im Moment kommt so eins zum anderen, und das ist halt, wenn man erstmal in dem Loch drin steckt, dann ist es halt sehr schwer, da wieder rauszukommen. Aber du hast ja angerufen. Ja. Das ist ja auch schon was. Und ich ermesse das, wenn man so tief unten hängt, ist das schon ein erheblicher Ruck, den man sich geben muss, da irgendwie ins Fernsehen anzurufen und dann auch noch mit jemandem in aller Öffentlichkeit zu sprechen. Zeigt mir immer, wenn die Leute das tun, dass die wollen. Da ist schon ein Signal hinter. Es liegt doch ein bisschen daran, dass ich jetzt auch beschlossen habe, dass ich so ziemlich die Schnauze voll davon habe, dass ich das irgendwie vor aller Welt verstecken muss. Mhm. Ja, genau. Das ist auch ein guter Schritt, dieses nach außen erstmal hier so ist es nun mal, wie es ist. Punkt. Ich habe da mittlerweile auch in meinem Freundeskreis schon irgendwo klar Schiff gemacht. Viele wissen jetzt halt auch Bescheid. Mhm. Und dementsprechend, das war schon sehr wichtig für mich. Und jetzt muss ich halt irgendwie zusehen, dass ich das alles unter einen Hut bringe. Mhm. Halt im Moment, für mich ist halt im Moment irgendwie die Entscheidung, entweder ich kümmere mich um mich persönlich oder ich kümmere mich halt um meinen Abschluss. Aber ich habe so das Gefühl, dass ich im Moment beides auf einmal nicht kann. Nee, und so intuitiv sage ich dir, der richtige Weg ist, den Abschluss wirst du irgendwie auch noch etwas verschieben können. Ich weiß, dass man sagt mir, es geht nicht, aber irgendwie geht das schon. Das Wichtige ist, dass du dich um dich kümmerst. Weil was nutzt es, wenn du dich jetzt vielleicht noch einmal irgendwie irrsinnig quälst und dann brichst du komplett zusammen? Also ist der Schritt der wichtigere, dass du erstmal was für dich tust und da erstmal alles einfädelst, was man tun kann.
Ja, wahrscheinlich schon. Lieber Sebastian, uns läuft etwas die Zeit weg. Ja, klar. Aber ich habe dir, was ich so im Rahmen dessen, was ich sagen kann, habe ich dir gesagt. Mhm. Ich möchte aber auch gern, dass du mit meiner Psychologin noch weitersprichst. Mhm, kann ich gerne machen. Ja. Da kann sie dir noch ein paar Tipps geben, wie man das vielleicht auch alles so macht und so weiter. Ja. Ja, dann legst du bitte auf und die Anja ruft dich an. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute, Sebastian. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr auch gerne mit mir sprechen wollt, hier bei uns live, bei 1 Live, bei 1 Festival und im WDR Fernsehen, dann meldet euch unter unserer kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Hier ist Laura und Laura ist 19 Jahre alt. Guten Morgen, Laura. Hallo. Hallo, Laura. Und was geht's bei dir, Laura? Mein Freund ist fremdgegangen vor 3,5 Monaten ungefähr. Ich habe es vor 3 Monaten rausgekriegt, also 2 Wochen, nachdem es ungefähr passiert ist. Mhm. Wir sind immer noch zusammen. Ich habe wir haben darüber geredet und ich konnte irgendwie auch nicht sagen, geh weg oder ich mach Schluss oder sonst irgendwas, weil... Wie lange seid ihr insgesamt zusammen? Über 2 Jahre. 2 Jahre. Mhm. Ja, und... irgendwie konnte ich halt auch nicht sagen, ja, ich will jetzt Schluss machen, ich will dich nicht mehr. Ich war irgendwie nicht stark genug dafür, weil ich ihn einfach noch zu arg lieb. Mhm. Und habe halt gesagt, ich probiere es, weil ich bin eigentlich ein Mensch, ich komme mit negativen Sachen auch sehr gut zurecht, indem ich es irgendwie verdrängen kann auf die Art und Weise, sage ich jetzt mal. Und habe gesagt, okay, wir probieren es. Und jetzt sind wir halt immer noch zusammen, hatten aber auch seitdem keinen Sex mehr. Mhm. Und Ich will es nicht, weil er hat, als er fremdgegangen ist, nicht verhütet. Ich will einen AIDS-Test machen. Jetzt wäre es auch so langsam Zeit dafür, dass man den machen kann, weil man muss ja 3 Monate lang warten. Mhm. Aber ich schiebe das auch so ein bisschen raus, sage ich jetzt mal, mit dem Vorwand. Also ich nehme das sozusagen als Vorwand, mhm, weil ich eigentlich auch irgendwie nicht will. Ja, also die Beziehung ist definitiv gestört seit diesem Vorwand. Ja, du hast zwar gesagt, wir bleiben zusammen, aber irgendwie ist alles verspannt und läuft nicht gut. So verstehen wir uns ganz gut, aber ich merke es an Kleinigkeiten wie, dass ich total krampfhaft eifersüchtig geworden bin. Also ich bin dann tagelang, 2-3 Tage gut gelaunt. Ich denke zwar trotzdem andauernd dran, aber ich bin gut gelaunt, kann Scheiß machen. Und dann auf einmal kommen so Sachen wie, was weiß ich was, er guckt sich mit Freunden irgendwie, ich bin sogar dabei, irgendwelche Fotos an im Internet von irgendwelchen Partys und da sind irgendwelche gut aussehenden Mädels dabei und ich krieg schon so einen Angriff, dass ich irgendwie am liebsten hingehen würde und totalen Aufstand machen würde. Wie alt ist er? 23. 23, wohnt ihr auch zusammen? Nee. Also wir wohnen getrennt, aber es ist sozusagen hängt sehr viel zusammen. Erzähl mir was zu dieser Fremdgeh-Geschichte. Das ist einmal passiert? Die haben sich 3-mal getroffen, also 3-mal ungefähr. Ja. Ich weiß nicht, wie oft es an dem Tag war, wenn sie sich getroffen haben. Ja, und war das eine fremde Frau oder kennst du die sogar? Nee, kenne ich nicht, er kannte sie auch nicht, er hat sie irgendwo in der Disco kennengelernt. In der Disco? Ja. Und wie lang war der Zeitraum, während das lief? Die haben sich 3-mal getroffen, war das jetzt? 2 Wochen. 2 Wochen. Mhm. Und ist das, hat er es von sich aus gesagt oder ist es irgendwie rausgekommen? Es war so, dass ich, es kam eine SMS von ihr zu meinem Freund und da stand Danke drin und ich habe mich halt gewundert, was für eine Nummer das ist und er hat gemeint, er weiß es auch nicht, habe ich gemeint, ich rufe mal an. Hat zurückgerufen, war halt das Mädel dran und meinte, ein Freund von mir, also mein Freund hat gerade eine SMS geschrieben, ich weiß nicht, was er geschrieben hat, keine Ahnung. Kam mir aber ein bisschen komisch vor, da habe ich gemeint, weißt du, wer das ist? Dann hat er gemeint, nee. Habe ich mir die Nummer aufgeschrieben und habe gemeint, ich rufe nochmal zurück. Hat er gemeint, mach das. Habe halt zurückgerufen, einen Tag später oder ein paar Stunden später. Und da hat sie gemeint, ja, es ist nichts und sie kann nichts sagen, aber ganz merkwürdig. Und ich habe gewusst, da stimmt irgendwas nicht. Stopp, aber das Ganze fing an, indem du in seinem Handy gestöbert hast, ne? Nee, ich habe nicht gestöbert. Ich lag nebendran, er hat sich die durchgelesen und ich habe es gesehen. Ach so. Habe nicht rumgestöbert. Und er hat halt ganz so ganz locker, deswegen, das hat mich auch gewundert, weil er hat ja nichts verheimlicht oder so, sondern hat gemeint, nee, er weiß nicht, wer das ist, keine Ahnung, und kannst ruhig anrufen, ich weiß nicht, wer das ist. Und das hat mich ja gerade so gewundert, weil er nicht irgendwie gesagt hat, ja, ruf nicht an oder keine Ahnung was. Auf jeden Fall kam es dann irgendwie so raus, indem du weiter nachgefragt hast und dieses Mädel hat dann irgendwann die Wahrheit gesagt oder dein Freund? Genau, nee, es war so, die haben parallel noch miteinander telefoniert, was ich dann später rausgefunden habe. Ja. Er hat andauernd gesagt, am Anfang, sag's nicht, weil er unbedingt mit mir zusammen sein wollte, weil er wusste, es war ein Riesenfehler, den er gemacht hat. Ja. Und
Ja, und dann irgendwann war es aber so weit, nachdem ich nicht mehr konnte, nachdem er nicht mehr konnte, nachdem ich die wirklich tagelang beide tyrannisiert habe, ja, und ich wissen wollte endlich, was los ist, hat er zu ihr gesagt, sag's ihr einfach. Ach so, er hat sich nicht getraut. Genau. Ja. Er hat sich nicht getraut. Hat er dir denn erklärt, warum er das gemacht hat? Das ist komisch. Und zwar, er hat in der Vergangenheit, also ich habe in der Vergangenheit einen One-Night-Stand gehabt, wusste er auch, bevor wir zusammengekommen sind, und das hat er nie so genau verstanden. Und also bevor ihr zusammen waren? Genau, bevor wir zusammen waren. Und ich muss dazu auch sagen, er ist Moslem und da ist es eben ein bisschen, also er ist in allen Punkten sehr, sehr westlich eingestellt, aber in dem Punkt, das konnte er nicht verstehen. War auch dann eine Zeit lang überhaupt gar kein Problem mehr für ihn, bis er einen Freund hatte, der wirklich nur auf Party, Mädels und keine Ahnung was aus war. Mit dem war er ab und zu unterwegs. Und irgendwann hat er sich gedacht, nee, das wird doch eh nichts zwischen uns beiden. Das war so eine Phase, so eine depressive Phase von ihm. Und hat gemeint, nee, ich will nicht mehr mit ihr zusammen sein. Aber er hat zu mir gesagt, er hat mich über alles geliebt, er konnte nicht Schluss machen. Und er hat gedacht, ich war fremd. Warum war da eine depressive Phase zwischen euch beiden? Weil er mit seinem Arbeitsplatz überhaupt nicht zufrieden ist. Also er ist jetzt bald das letzte Jahr in der Ausbildung. Er hat absolut keine Lust mehr drauf, er kann nicht mehr. Okay, das bezieht sich aber dann auf eine Problematik außerhalb eurer Beziehung. Es hat eigentlich mit eurer Beziehung nichts zu tun. Eigentlich gar nichts. Das heißt, eigentlich ist der Liebe von beiden Seiten. Ja, ist das so? Ja. Von deiner Seite? Sogar ziemlich arg. Also er sagt mir, und das weiß ich auch, dass er, also bis jetzt vorher hatte eine dreijährige Beziehung, eine drei Jahre lange vor mir. Und er sagt selber zu mir, er hat sie nicht so geliebt wie mich. Und die Beziehung davor? Ja. Zu dieser Frau, mit der er fremdgegangen ist, das war eine reine Sexgeschichte. Ja. Und er bereut das heute sehr? Ja. Sehr. Und er hat sich entschuldigt bei dir und er wird es am liebsten rückgängig machen. Ja. Und das Ganze ist aus irgendeinem Frust heraus entstanden, der nicht mit eurer Beziehung zusammenhängt. Ja. Finde ich alles sehr wichtig, Laura. Finde ich alles sehr wichtig. Ich finde wichtig, dass der sich entschuldigt. Ja. Ich finde wichtig, dass in eurer Beziehung eigentlich vorher alles in Ordnung war, so wie du es jetzt geschildert hast. Ja. Ich meine, es ist feige, dass er es nicht selbst gesagt hat. Okay, aber wir alle sind ja mal feige, muss man ja auch sagen. Und ich finde ganz entscheidend, was du eigentlich für diesen Mann fühlst. Und ich finde ganz entscheidend, was er für dich fühlt. Ja. So, wenn du sagst, eigentlich, abgesehen von dieser Sache, eigentlich ist das schon mein Typ. Ja. Und mein Mann. Ja. Und eigentlich liebe ich den und finde es toll, dass wir zusammen sind. Ja. Ist das so? Ja. So, Laura. Dann finde ich, dass man auch Sachen verzeihen muss. Ja, das ist einfach nur das eine Problem, ich denke, das wird noch ein Weilchen dauern, bis ich das vergessen kann. Also ja, aber da musst du auch was für tun. Ich habe so den Eindruck, wie du es gerade erzählt hast, dass du dich auch so ein bisschen suhlst darin, dass du eifersüchtig bist, dass du noch ein bisschen verletzt bist und dass du ihn auch ein bisschen von ihm das auch zeigst, dass du immer noch sauer bist. Ja, nee, zeigen noch nicht mal unbedingt. Ich sag dazu gar nichts mehr, weil ich nicht will, dass er weiß, dass ich noch so oft dran denke, weil ich wüsste, das wird unserer Beziehung schaden. Ah ja. Weil das würde nicht funktionieren, wenn ich ihm andauernd sagen würde, dass ich dran denke. Das Problem ist einfach nur, ich probiere es die ganze Zeit irgendwie zu verdrängen und wegzustecken, aber es sind so ein paar Kleinigkeiten, wie das mit der Eifersucht. Ich probiere das zu verdrängen, ich probiere das irgendwie wegzukriegen. Sprichst du denn? Nicht. Hast du in der letzten Zeit nochmal mit ihm darüber gesprochen, über die ganze Sache? Nee. Vielleicht würde, ich meine, du musst ihm nicht zutexten, aber vielleicht wäre es ganz gut, auch noch einfach nochmal zu reden, um deiner Seele so Luft zu machen. Ja. Aber nicht, um ihn noch weiter unter Druck zu setzen, also einfach, um erstmal loszuwerden, um mal drüber zu sprechen. Ja. Denn was gibt es für eine Alternative? Die Alternative bestünde darin, Schluss zu machen. Das möchtest du eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Finde ich eigentlich auch nicht gerechtfertigt. Ja. Das heißt, jetzt musst du irgendwie sehen, dass du ein Ventil findest und dann auch dich irgendwie so innerlich darauf einstellen, dass du sagst, okay, man macht einen Fehler. Ja, das Problem ist einfach nur, ich habe Angst, dass ich das nicht vergessen kann. Das ist auch das, warum ich irgendwie Angst habe, mit ihm zu schlafen oder sonst irgendwas, weil ich jedes Mal Angst habe, dass ich irgendwie total daran denke. Du sollst es auch nicht vergessen, sondern du sollst es verzeihen. Ja. Und da kann man sich irgendwann auch so reinsteigern, dass man es auch nicht verzeihen kann. Ja.
Und so einen Eindruck habe ich bei dir, dass du auch immer wieder dem ganzen Gas gibst, wenn du dran denkst. Und dann denkst du daran und daran und daran. Und dann ist das immer mehr. Ja, und da musst du was gegen tun. Das ist dein Ding. Da musst du dich innerlich sehen, dass du dann eine andere Einstellung zu kriegst. Ja, bei mir ist es halt so komisch. Ich krieg's teilweise echt hin, dass ich wirklich überhaupt nicht dran denke. Und echt, ich habe ja richtig gute Laune. Es ist ja nicht so, dass ich die ganze Zeit irgendwie wie so ein Häufchen Elend irgendwo rumsitze. Ich bin auch gar nicht der Typ dafür, aber es sind einfach immer nur so kleine, entscheidende Sekunden und das geht auch wieder weg. Das sind wirklich, ich denke dann schnell an was anderes und dann ist die Sache auch wieder gegessen. Aber das Einzige, was so schlimm geworden ist, ist diese Eifersucht, dass ich wirklich... Aber auch da kann man sich wirklich bitter reindrehen. Ich würde aber, wenn ich wüsste, wie es weggeht, ich würde es sofort machen. Ja. Ich weiß es nicht. Also, versuch doch nochmal mit ihm zu reden. Indem du einfach nochmal also deine Gefühle so darlegst. Das kann schon ganz gut sein. Das muss jetzt nicht ein dauerhaftes Reden sein, dass du jeden Tag davon anfängst, aber dass du halt nochmal mit ihm drüber sprichst. Ja. So, und dann ist deine Arbeit, das ist halt auch ein bisschen anstrengende Arbeit, dass du einfach dagegen wirkst in dir. Ja. Und tust für dich und tust für die Beziehung. Und dann muss irgendwann auch mal Strich drunter. Ja. Und nach vorne. Man muss nach vorne gucken und nicht immer nach hinten. Ja, ich hoffe, dass es klappt, weil das ist wirklich, also es ist echt. Ja. Ich glaube, aber da muss man halt durch dann. Liebe Laura, alles Liebe, alles Gute. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Nochmal Hinweis an dieser Stelle auf unser Thema morgen. Das Thema morgen heißt reich und unglücklich. Also, gerne möchte ich mit Leuten sprechen, die viel Kohle haben. Und die aber sagen, dass dieses Geld irgendwie, das ist es nicht. Das kann euch nicht glücklich machen. Oder vielleicht hat euch das Geld sogar unglücklich gemacht. Vielleicht seid ihr einsam, vielleicht seid ihr krank, vielleicht habt ihr die große Liebe eures Lebens verloren oder einen guten und lieben Menschen verloren. Und da nutzt aller Reichtum der Welt nichts. Reich und unglücklich. Unser Thema morgen, wenn ihr mitmachen wollt, mailt oder ruft vor und während der Sendung an. Ja, jetzt geht's weiter mit, ich frag mal meine Regie, mit der Walli. Hallo Walli. Hallo. Hallo Walli, 57 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Walli, um was geht's? Ach, ich habe ein Problem. Ich bin total fix und fertig im Moment, weil ich habe blödsinnigerweise oder wie auch immer einen Jenseitskontakt aufgenommen mit meiner Mutter. Ein Jenseitskontakt? Mit der ich schon immer Probleme hatte, seit Kindheitstagen. Wie lange ist deine Mutter denn tot schon? 6 Jahre jetzt mittlerweile. Und jetzt hast du einen Kontakt mit ihr auf ein Jenseits? Ich habe es versucht, ja. Wie hast du es versucht? Über Telefon. Also über ein Medium. Wie, übers Telefon? Du hast mit einem Medium telefoniert? Ja. Und dann? Wie ging das? Erzähl mal. Es war so identisch. Es war voll meine Mutter, die da auf mich zukam und genauso reagiert hat, wie sie immer reagiert hat. Weil ich wollte eigentlich von ihr wissen, eigentlich. Weil ich weiß, dass meine Schwester nicht meine leibliche Schwester war, sondern nur eine Halbschwester. Und ich wollte wissen, wer der Vater ist. Aber dann hat sie nur, also in ihrer typischen Art gesagt, sie hat zu ihren Lebzeiten nichts gesagt und sie sagt auch jetzt nichts. Und es tut ihr leid, dass sie mir nicht die Liebe geben konnte, die man einem Kind geben sollte. Hat das Medium gesagt? Ja. Aber es war also voll identisch, also es war... Lass mich mal fragen, warum so kompliziert über Telefon? Warum bist du nicht zu diesem Medium, zu diesen Menschen hingegangen? Es war für mich halt das Bequemste. Ach so, weil der weiter weg wohnte? Oder? Ja. Und dann nochmal zu dem Prozedere. Man telefoniert dann mit diesem Medium und irgendwann, wie läuft das ab? Der versucht halt mit dem Medium, mit demjenigen Kontakt aufzunehmen. Mit dem Toten Kontakt aufzunehmen. Mhm. Und dann spricht das Medium plötzlich so in der Stimme deiner... Nein. Nicht in der Stimme, sondern nur die Wiedergabe. Und es war also total identisch. Und hast du vorher mit diesem Medium über deine Mutter gesprochen? Nein. Überhaupt nicht. Deswegen sage ich ja, es ist total identisch rübergekommen, also voll. Also das Medium kann nicht gespielt haben? Nein, für meine Begriffe nicht. Und das hat mich dann halt sehr beschäftigt und dann bin ich gestern leider auf die blödsinnige Idee gekommen, weiter zu forschen und bin übers Internet gegangen und habe dann nochmal eine Telefonnummer rausgesucht. Und dann kamen Sachen hervor, also weil ich wollte dann mit Kontakt mit meinem Vater, den ich sehr geliebt habe, aufnehmen als
Wiedergutmachung zu der Nichtliebe meiner Mutter. Und er sagte mir dann, er kann das nicht, weil mein Vater noch lebt. Der wäre 78 Jahre und würde noch leben. Aber du bist davon ausgegangen, dass er lange schon tot ist? Na sicher. Warst du denn in seiner Nähe, als er gestorben ist? Nein. Und wie hast du es erfahren? Wo lebte dein Vater, als er gestorben ist? Und wo warst du? Ich war in München, er war in Nordrhein-Westfalen. Und warst du auf seiner Beerdigung? Ja. Und das war für mich immer mein Vater, also ich kann es nicht verstehen, ich bin damit jetzt so... Das war dann nochmal so eine Telefonnummer, die du angerufen hast, oder? Ja. Die du aus dem Internet gefunden ja. hast. Und ich weiß jetzt nicht, was ich damit anfangen soll. Ali, soll ich dir mal ganz spontan sagen, was du damit anfangen sollst? Ich weiß, du sagst es wahrscheinlich wegschmeißen, aber... Ja, das finde ich wirklich. Ich will dir mal was sagen. Ich kann es nicht. Ich will dir mal sagen. Ich weiß nicht, ob es ein Jenseits gibt. Ich weiß nicht mal, ob der Mensch eine Seele hat. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es ein Leben nach dem Tode gibt. Ich weiß es nicht. Aber es kann sein, dass es so etwas gibt. Meine Mutter. Und, lass mich sagen. Wenn es so etwas gibt, dann bin ich hundertprozentig sicher, dass man den Toten ihre Ruhe lassen soll. Und dass wir sie nicht von hier aus mit all solchem Schnickschnack belästigen dürfen, sondern wir müssen sie in Ruhe lassen und ihren Frieden lassen. Wenn es dir auch noch so unter. Ich will auch Ruhe haben. Ja, aber das ist ja egoistisch. Danke. Ja, das muss ich so sagen. Ich weiß nicht, wie verantwortungslos da irgendjemand mit dir umspringt und dir einredet, dass dein Vater, auf dessen Beerdigung du warst, noch lebt. Das erschüttert mich fast schon, wenn ich sowas höre. Deswegen ist meine Grund... Das sollte ja nicht mein Vater gewesen sein. Nein, ist mir klar. Aber der Mensch hat dir gesagt, dein Vater lebt noch. Mhm. Obwohl er tot ist, seit so und so vielen Jahren. Ja, das sollte ja nicht mein Vater sein, der gestorben ist. Ja, aber das heißt, dass dein wirklicher Vater angeblich noch lebt. Ja. Ist doch absurd, oder? Würde dein Vater sich ja nicht melden bei dir, wenn er noch leben würde? Das weiß ich nicht, weil... Wie war denn dein Verhältnis zu ihm? Zu meinem Vater, der verstorben ist. Mhm. Super. Super. So, und warum sollte der noch leben und sich nicht... Nicht der. Es sollte nicht mein Vater sein. Der gestorben ist, soll nicht mein Vater sein. Mein Erzeuger. Ach so, jetzt verstehe ich das erst. Ach so, jetzt ja. Jetzt verstehe ich erst. Ich verstehe es. Ich verstehe. Mhm. Und vielleicht ist das, was meine Mutter nie sagen wollte. Mhm. Das ist das, was mir jetzt... Wally, wir stochern da komplett im Nebel. Und wir eine Mutmaßung jagt die andere und dich macht es noch verrückter und ich belaste das noch viel mehr als vorher. Ja, stimmt. Ich garantiere fast, wenn du jetzt die nächste Hotline anrufst, kriegst du eine andere Information. Und dann bist du noch mehr durcheinander. Was soll ich tun? Nichts, gar nichts. Ich möchte es wegkriegen aus meinem Kopf. Ich versuche in irgendeiner Weise einen Frieden damit zu schließen, aber ruf nicht weiter solche Leute an. Was soll ich tun? Nichts. Gar nichts. Wie kriege ich es weg? Diese Informationen, die du jetzt bekommen hast, nennen wir sie mal Informationen mit dicken Anführungszeichen, leg sie einfach ab nach dem Motto, kann sein, kann nicht sein, wahrscheinlich kann nicht sein, sehr wahrscheinlich sogar. Da verdienen Leute Geld mit das den... Das weiß ich, aber man macht doch nicht Geld damit, indem man Leute beunruhigt oder verunsichert oder... Damit macht man sehr viel Geld. Damit macht man sehr viel Geld. Und wie? Wenn du da so einen Schatten in deiner Vergangenheit hast... Den habe ich leider. Ja, den hast du. Dann musst du den akzeptieren. Dann ist der nicht aufgrund dessen, dass die Menschen tot sind, die dir eine Auskunft geben könnten. Musst du das einfach für dich so akzeptieren, dass das ein Schatten in deiner Biografie ist? Ach, Domian. Ja, ich weiß, das ist leicht gesagt. Aber du siehst ja, was jetzt angerichtet worden ist. Ja, stimmt. Ich bin vollkommen fertig. Wahrscheinlich fertiger als vorher. Stimmt. So. Das ist doch das Argument überhaupt. Lass die Finger davon, Wally. Jede neue Aktion bringt dich weiter in Aufruhr. Und du kommst sowieso nicht an die Wahrheit. Niemand wird aus den Menschen, aus den Toten etwas heraushören können.
Und wie gesagt, ich weiß es ja alles nicht. Ich glaube ja, wenn es einen Jenseits gibt, dann soll man die Jenseitigen in Ruhe lassen. Weil mehr kann ich nicht sagen. Es tut mir leid, dass du da jetzt so durcheinander bist. Bin fertig. Ja. Aber das Einzige, was man jetzt nur tun kann, ist stillhalten und gar nichts machen und sich dass die ganze Sache sich wieder beruhigt. Ich versuch's. Bist du ein religiöser Mensch? Ja, schon. Hast du eine Verbindung zur Kirche? Zu einem Pastor? Nein. Das nicht? Ja. Okay. Aber gläubig bin ich schon. Bitte? Gläubig bin ich schon. Ich glaube, dass das auch nicht im christlichen Sinne ist, da im Jenseits rumzubohren. Mal salopp gesagt. Aber wie gesagt, das ist schon seit Kindheitstagen, dass mich das belastet. Und ich glaube, je älter ich werde, desto stärker wird der Wunsch zu wissen, was gewesen ist. Ja, und das Tragische ist, dass die Menschen tot sind, die sagen könnten. Ja, stimmt. Und es gibt keine Lebenden, die noch eine Auskunft dir... Nein. Niemand. Niemand. Dann ist das so bitter es auch ist, dann musst du das, was du damit so leben müssen, weiterleben müssen. Das muss ich wohl schaffen. Mhm. Liebe Wally, alles Liebe, alles Gute. Und danke, lass die Finger davon. Danke, Domian. Alles Gute, auf Wiederhören. Ich danke dir. Tschüss. So, nach der Wally haben wir jetzt die Chantal. Und Chantal ist 19. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Chantal. Hallo. Was ist der Grund deines Anrufes? Ja, also mein Problem ist halt, dass ich halt oft diskriminiert werde wegen meiner Hautfarbe auch. Was hast denn du für eine Hautfarbe? Ich bin schwarz, also dunkelhäutig halt. Aber ich bin hier geboren und meine Eltern sind auch jetzt schon seit 19 Jahren hier. Und ich finde es halt auch schlimm, weil ich bin mit 19 Wochen noch nie einen richtigen Freund noch nie gehabt. Ja. Und ich sehe meinen Freundeskreis, meine Freunde haben alle schon seit 30 Jahren einen Freund und bei mir führt es halt immer wieder hinaus, ja, weil du halt schwarz bist und ich kann dich halt nicht mit nach Hause nehmen. Und ehrlich, das sagen die Jungs? Ja. Deshalb, wo wohnst du, wenn ich mal fragen darf, in welcher Gegend so ungefähr? Ich wohne in Mindelheim. Ist das in Bayern? Ja, das ist in Bayern. Nichts gegen Bayern, aber nun habe ich doch gerade schon wieder die Assoziation. Auf dem Land wohnst du? Ja, kann man schon so sagen, ja. Also es gibt schon viele Ausländer, aber halt ich bin halt die einzige Dunkelhäutige. Ach so, ich bin gerade ganz erstaunt. Also sowas gäbe es in den Metropolen, Köln, Berlin, München, gibt's das weniger wahrscheinlich. Ja. Kurze Frage noch, woher kommt denn deine Familie, also deine Eltern, aus welchem Land? Mein Vater kommt aus Ghana, meine Mutter kommt aus Namibia. Ah ja. Ja. So, jetzt haben die Jungs dir tatsächlich gesagt, wir würden ja ganz gerne, aber wir können dich nicht mit nach Hause nehmen, weil du dunkelhäutig bist. Genau, erstens das und zweitens die Freunde fangen an zu sagen, ich bist mit einer Negerin zusammen und halt, also zum Poppen, wie gesagt, ist es halt schon gut, aber halt danach dann für die Beziehung, dann denken sie sich, ja nee, das geht dann alles dann zu weit. Wie ist es denn, bist du noch Schülerin? Ja, ich bin noch Schülerin. Und wie ist es in der Schule? In der Schule ist halt auch so, wenn ich komme, die ganzen Blicke fallen auf mich. Also nicht, weil sich denken, boah, kommt ein Popstar, sondern weil sich einfach nur denken, aha, die Schwarze oder aber immer. Ist so das denn nicht schon was Altes? Die kennen dich doch. Du bist doch wahrscheinlich da, ist doch völlig normal für die, dass du da bist. Also ich wohne schon 8 Jahre dort, aber es ist immer noch nichts, ist wie was Neues. Die sehen mich. Auch in der Schule gucken die immer noch, wenn du reinkommst? Ja, ja. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Irgendwann gewöhnt man sich doch dran. Ja. Ich gewöhne mich daran, aber die anderen nicht, weil ich habe mir schon dran gewohnt, ich habe mir gedacht, mein Gott, dann sollen die halt alle anschauen, aber ich finde es halt schon schlimm, weil... Hast du keine Freundin, keine Freunde, so also ein paar Leute in deinem Alter, mit denen so eine Clique irgendwie? Doch, das habe ich alles, weil ich habe perfekte Freunde, mit denen verstehe ich mich auch gut, die halten auch alle zu mir. Ja. Aber es ist halt immer das, weil ich manchmal denke, ich sehe darin keinen Sinn mehr. Ich habe auch oft schon versucht, die Pulsadern aufzuschneiden und einfach dann Chantal aus dem Leben aussteigen. Hey, aber ich denke mir immer, es gibt irgendwie so einen Schutzengel, der mich immer wieder davon... Das will ich aber auch sehr hoffen. Wie ist es denn mit den Lehrern? Sind die Lehrer in München wenigstens korrekt zu dir? Nee, Wahnsinn. Also die haben mich auf den Kicker, das ist nicht mehr normal. Wo ich mal, da war ich aber noch auf der Hauptschule, da wurde ich in die Mülltonne geschmissen. Und da hat mein Direktor zu mir gesagt, ein bisschen Spaß muss ja auch verstehen. Wer hat dich in die Mülltonne geworfen? Das waren auch so Schüler. Jugendliche Jungs, die waren schon... Und der Lehrer hat da so gesagt, naja, ist ja nicht so schlimm und man muss Spaß verstehen. Ich muss ein bisschen Spaß verstehen, damit muss ich halt eben rechnen. Du sagst, du hättest schon durchaus auch Freunde und eine Clique.
Ja, das habe ich schon. Und also ich verstehe mich mit vielen Leuten gut, auch mit Ausländern, ob das Türken, ob das Albaner sind, ist egal. Ja. Aber es gibt halt immer noch die gewissen Leute, wo halt mich immer wieder verletzen, wenn sie mir wehtun wollen, dann machen sie es mit der Art und Weise, mit du scheiß Niggerin. Ja. Oder sagen wir mal, Idioten gibt es überall. Ja, das stimmt schon, aber ich meine, diese Idioten, aber die häufen sich. Meine Frage war bezogen auf die Clique. Gibt es denn da nicht irgendwie mal, dass sich da was anbahnen könnte mit einem Typ? Ja, es ist ja schon, in der Clique hatte ich zwar auch einen Freund. Ja. Der war aber auch war Türke, und da hat er auch dann gesagt, es geht nicht mit Familie und das. Habe ich aber auch schon gewusst, weil ist ja klar, ich bin da keine Muslimin. Ja. Aber es ist immer, die trauen, ich weiß nicht, ob sie sich nicht trauen, die gehen einen Schritt, aber dann denken sie sich, oh nee, was ist, wenn die anderen Leute sagen, ey, du bist mit einer Negerin zusammen. Mhm. Und das tut mir halt natürlich auch so weh, das verletzt mich auch. Klar. Was sagen deine Eltern dazu? Du erzählst das doch bestimmt auch zu Hause. Nee, weil ich mir einfach nur denke, meine Mama tut es halt besonders, und ich will das gar nicht erzählen, weil die stärkt mich schon in dem und sagt immer, hör weg jetzt, Chantal, und ist doch egal, aber ich will dir das nicht antun, weil... Wie ist es denn, deine Eltern leben ja nun auch dann in diesem kleinen Ort? Ja, nur meine Mama. Du hast nur deine Mama. Ist die berufstätig in dem kleinen Ort? Nee. Die ist nur Hausfrau. Und hat die denn da Kontakt geknüpft zu Deutschen, auch zu Bayern? Oder ja, lebt natürlich. Aber die ist eher, die macht eher für sich. Die hat auch jetzt Papa, so Bekannte, aber... Und dein Papa, leben deine Eltern getrennt, oder wie kommt das? Achso, und was macht dein Vater vom Beruf? Der ist, glaube ich, Schuster, glaube ich, in Berlin. Wie? Ja. Du weißt nicht, was dein Vater vom Beruf macht? Ich habe keinen Kontakt zu dem. Ach so. Ja, ich habe keinen Kontakt zu dem. Also, das ist natürlich schlimm, was du da erzählst. Ja. Und wie gesagt, Idioten gibt's überall. Mhm. Ich bin ja schon mal froh, dass du da deine Clique hast, dass du so ein paar Freunde um dich herum hast. Ich glaube ja, wenn man irgendwie ein Außenseiter ist und auf einem Land, in der Provinz lebt, das ging mir früher ganz genauso, dann ist der beste Weg, so schnell wie möglich irgendwann aus der Provinz wegzugehen. In eine große Stadt. In den großen Städten ist es besser, und da gibt es so viel Farbige, das gehört zum normalen Stadtbild dazu. Wie sind deine Pläne? Willst du Abitur machen? Nein, ich habe jetzt meine Hauptschule, ich habe jetzt Quali gemacht und gehe jetzt auf eine weiterführende Kinderpflegeschule. Ach so. Ja. Und was ist so dein Berufswunsch oder Berufsziel? Also eigentlich war mein Berufswunsch eigentlich Designerin. Ja. Aber hat halt auch viel mit dem Geld halt auch viel zu tun, weil hätte ich also in die große Stadt gehen müssen. Ja. So Stuttgart, und ich würde mich jetzt auch nicht gern von meiner Mama halt auch trennen, also ich würde schon gern bei ihr in der Nähe bleiben. Mhm. Und deswegen ist halt da auch so die Sache, ich bin halt ein bisschen planlos. Also das Einzige, was ich mir halt wünsche, ist halt echt mal die große Liebe halt mal zu finden. Und ich suche die auch irgendwie auf eine Art und Weise schon Zwang. Wie weit ist es denn von dir bis nach München, von euch bis nach München? Bitte? Wie weit ist es von euch bis nach München? Das sind 1,5 Stunden. Ja, das geht ja. Vielleicht wäre das eine Perspektive, wenn du deinen Schulabschluss hast und die Ausbildung, dass du vielleicht dann einfach versuchst, in der Nähe von München einen Job zu finden. Dann ist es nicht so weit weg von der Mama und du bist aus der provinziellen Umgebung raus und kommst mit ganz anderen Menschen zusammen. Bist in einer Millionenstadt, in einer Weltstadt, und da wird dann alles anders sein. Bestimmt auch. Ja. Also Kopf hoch, keine üblen Gedanken. Ich glaube aber auch, so, du klingst eigentlich ja doch sehr, sehr optimistisch, so finde ich. Ja, doch. Positiver Mensch. Ja. Da musst du jetzt drüber stehen, das sind halt Idioten, und da kommen auch bessere Zeiten, spätestens dann, wenn du vielleicht dann Richtung München abdampfst. Ja, ne? Meine Liebe, alles Gute wünsche ich dir von Herzen. Tschüss, Chantal. Ciao, Chantal. Tschüss. Hier ist Peter. Peter ist 44. Guten Morgen. Hallo Peter. Hallo Domian. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Und was geht's bei dir? Es geht um Folgendes. Meine Frau hat seit ungefähr einem Dreivierteljahr eine Affäre. Mhm. Ich hatte immer schon eine Ahnung und habe sie, nachdem sie von einer beruflichen Tätigkeit zurückgekommen ist, zur Rede gestellt. Mhm. Und da sagte sie mir, dass dem so wäre. Mhm. Und wir haben uns dann ausgesprochen. Und ich habe ihr gesagt, dass ich ihr verzeihen möchte. Mit wem hat sie denn eine Affäre? Mit einem über 20 Jahre jüngeren Mann. Meine Frau ist 47, mit einem über 20 Jahre jüngeren Mann. Ja. Und wie gesagt, ich habe ihr verziehen, das habe ich ihr gesagt. Mhm. Wir waren uns eigentlich beide einig, dass wir einen Neuanfang starten. Ja. Und jetzt ist sie wieder beruflich unterwegs. Und zwar mit einem entsprechenden Vertrauensvorschuss.
in die Stadt, wo dieser Mann lebt. Mhm. Und ich hatte immer meine Zweifel an ihrer Aussage, an ihrer Körpersprache, an ihrer Gestik, an den Argumenten, die sie vorgebracht hat. Ich habe ihr oder wollte ihr glauben. Ja. Und eine gute Freundin, die die ganze Zeit über zu ihr gestanden hat, ja, hat mich dann mal besucht und gesehen, dass es mir sicherlich schlecht geht. Mhm. Und hat sich dann, weil sie das nicht mehr mitspielen will, als Freundin missbraucht werden möchte, mhm, hat sich mir geöffnet. Und es stellte sich heraus, dass meine Frau mich belogen hat, das ganze Dreivierteljahr. Moment, sie hat dich also belogen, selbst nachdem sie gesagt hat, es ist vorbei. Sie hat es dann weitergeführt. Ja, es ist dann so weitergegangen, dass sie gesagt hat, es ist Schluss. Dem war nicht so. Schluss mit dir oder mit dem? Mit ihm. Mit ihm. Mit ihm. Dem war nicht so. Sie hat, wo sie jetzt am Wochenende dorthin gefahren ist, wo sie jetzt einen Job hat, ja, vorher noch einen anderen Job gehabt in der Nähe hier. Ja. Es stellte sich heraus, dass dieser Mann hier hingekommen ist. Also sie war jetzt am Wochenende wieder mit dem zusammen. Richtig. Das heißt, das Ganze geht jetzt, soweit du weißt, seit dem Dreivierteljahr. Richtig, ganz und genau. Im Moment, ganz aktuell, heute ist sie wieder unterwegs. Sie ist dieses Wochenende wieder unterwegs. Sie hat mich bei der Aussprache, bei der ersten Aussprache belogen. Wir hatten am Freitag nochmal eine Aussprache, mhm, nachdem sie mit dem wieder zusammen war, was ich da noch nicht wusste. Mhm. Und also im Klartext, sie ist wahrscheinlich auch jetzt gerade in diesem Moment mit dem zusammen. Richtig. Und mhm, wir haben eigentlich, da ich entsprechend Kontakt mit ihr aufgenommen habe, vereinbart, dass wenn sie am Mittwoch zurückkommt, dass wir nochmal eine Aussprache haben. Ich weiß, dass sie immer noch lügt und ich weiß nicht, wie ich ihr begegnen soll. Du weißt, dass sie immer noch lügt? Ja. Dass sie wieder lügen wird, meinst du? Sicherlich auch, ja. Aber es ist doch klar, sie hat doch auch zugegeben, dass sie jetzt wieder bei ihm ist oder war. Nein, sie nicht zugegeben. Sie sagt jetzt aktuell, sie ist dort Job wegen ihrem Job. Und woher weißt du, dass das gelogen ist? Von ihrer Freundin. Und das ist sicher, das ist eine gute Quelle. Ganz genau. Und dann kannst du diese Quelle doch auch zitieren. Ich könnte diese Quelle zitieren, will aber, wenn es eben geht, die Freundin nicht als Verräterin bloßstellen. Verstehe ich sehr gut. Ich würde aber vorher mit der Freundin mich mal kurz schließen, sprich gleich morgen, um abzuklären, dass du das kannst. Denn das ist jetzt so ernst. Ich finde, da müssen jetzt alle Karten auf den Tisch. Und dann diese Freundin, der geht das ja also auch auf die Nerven offensichtlich. Richtig, deswegen hat sie sich mir ja auch geöffnet. So, und dann, damit du dann wirklich gut dastehst und auch eine klare Position hast in dem Gespräch am Mittwoch, würde ich mir das okay von der Freundin holen, dass du dich auf sie berufen kannst. Sonst stehst du wieder da und sie sagt, nein, es war nichts. Und du sagst, ja, ich glaub's dir nicht und ihr habt Streit und es kommt nichts bei rum. Ja, wenn ich mit solchen Argumenten komme oder etwas belegen kann, mhm, dann wird mir vorgeworfen, ich kontrolliere sie. Mhm. Ja, zu Recht auch im Moment, wenn sie sowas gemacht hat. Ja, ich will sie ja eigentlich nicht kontrollieren, weil ich ihr ja auch das entsprechende Vertrauen wiedergeben will, was sie auch versprochen hat. Was sie aber schon mehrfach missbraucht hat. Richtig. Habt ihr Kinder? Nein, wir haben keine gemeinsamen Kinder. Wie lange seid ihr verheiratet? 8 Jahre. 8 Jahre. Mhm. Hat sie denn gesagt, ist sie unzufrieden mit eurer Sexualität? Da ist eigentlich alles in Ordnung gewesen, bis auf das letzte Dreivierteljahr, wo ich ja dann auch meine entsprechenden Schlüsse rausgezogen, mhm, habe. Vielleicht war doch nicht alles in Ordnung, du hast es nur nicht so mitbekommen. Vielleicht will die Dame einfach auch nur frisches junges Blut haben und steht auf sehr viel jüngere Männer und findet das knackig, mit denen mal Sex zu haben. Ja gut, wenn das vielleicht ein- oder zweimal passiert, mhm, wäre, aber das ist eine Sache, die sich über ein Dreivierteljahr hinzieht, dann weiß ich, dass zwischendurch schon mal für 3 Wochen Schluss gewesen ist. Das heißt, du glaubst sogar, dass es weit über den Sex hinausgeht, dass da sogar so eine Verliebtheit, eine Affäre im Gang war. Richtig, ganz, mhm, genau. Mhm. Hat sie das auch zugegeben, dass sie verliebt war in diesen jungen Mann? Sie hat gesagt, es war eine Affäre, aber es hätte nichts mit Liebe zu tun gehabt. Mhm. Das kann ich einfach nicht glauben. Ja. Ich hab wirklich so den Eindruck, dass deine Frau eine sehr dominante Persönlichkeit ist. Nein. Nee. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Aber sie fühlt sich eigentlich jetzt so auf dir gegenüber. Ich denke mal, das ist auch ein wenig Unsicherheit bzw. Feigheit vor sich selbst, weil, mhm, sie nicht will, weiß, was sie will. Mhm.
Gut, aber sie weiß, dass sie mit dir verheiratet ist und das kann sie nicht so lange hinzögern, dieses ich weiß nicht, was ich will, damit verletzt sie dich ja permanent. Richtig. Da muss sie schon klare Verhältnisse und klar Schiff machen in ihrem Richtig. Leben. Richtig. Es geht gerade meine Sendung zu Ende. Peter, wir rufen dich gleich nochmal an, einverstanden? Ja. Okay, dann leg du mal auf, wir melden uns gleich nochmal. Prima, danke. Tschüss. Schön. So, meine Lieben, das war's für heute. Morgen heißt unser Thema Reich und Unglücklich. Ich möchte mit reichen Menschen sprechen.